Hey Menschen der deutschsprachigen Gesellschaft und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schild. Ja, in der letzten Folge haben wir Mary besiegt. Oh nein, jetzt kommt ein Kramer. Und jetzt kämpfen wir gegen dieses Kackbuben. Ich glaube, Steinkante müsste helfen. Steinkante! Und jetzt kämpfen wir gegen Hopp. In der letzten Folge haben wir schon auch das Relaxo von ihm geklatscht und sein... Was war das erste Pokémon? Wolok? Zwolok? Keine Ahnung. Das Schaf-Pokémon auf jeden Fall. Und jetzt kommt sein Kramer entgegen. Das klatschen wir auch noch mit Steinkante von Dark Shadow. Okay, dann mit Siedewasser ist auch egal. Nein, Specky, du darfst jetzt nicht verlieren. So, es verbrennt, nice. Dann kann ich gleich Steinkante einsetzen. Dann ist es komplett weg. Das ist jetzt Angeberei eines. Ah, schlägt fehl. Was? Steinkante zieht noch weniger ab. Warum? Das macht der 100 und das macht... Ich verstehe es nicht. Hat das was mit der... Effektivität zu tun. Mann, Pokémon, warum musst du dir so einen Scheiß ausdenken? Pritziegel. Oh nein, nicht das schon wieder. Das mache ich mit Erdkräfte weg. Wie so ein Parasit. Es sieht aber aus wie ein Parasit, also wie ein Segel. Kann man sagen, dass Segel Parasiten sind? Ich denke nicht. Das sind eher mehr die Seebrocken. Gibt ein Pokémon-ähnliches... Also ein Seebrocken-ähnliches Pokémon? Weiß nicht, ich muss mal nachschauen. Gortrom. Wer ist denn Gortrom nochmal? Was habe ich für einen Starter? Ich habe... Da müsste das Feuer-Pokémon... Ich nehme Tapsi. Los, Tapsi, deiner Auftritt gegen Gortraum. Ich schätze mal, dass es das Pflanzen-Pokémon ist. Wenn ich mich vertan... Ich in der Klemme. Nix da. Gortraum, es ist sicher das Pflanzen-Pokémon. Ja! Das wird der Deiner maximieren. Und ich werde es mit Dynabrand wegklatschen. Lass all die Wünsche raus, die in diesem Wunschstern stecken. Zeit für Dynamax. Oder Dynamax, Dynamax, Englisch Dynamax, Deutsch Dynamax. Giga Dynamax, aber er hat normale Dynamax, also nicht die Giga von. Trommelwirbel bitte. Jetzt kommt mein Kerzenständer oder meine Leuchte. Ein Kerzenleuchte. Oh Mann. Werden wir in dieser Folge noch gegen die Leon kämpfen? Fortsetzung folgt. Ich weiß nicht. Ich weiß es selber nicht, ob wir noch diese Folge, also gegen die Leon kämpfen werden. Oh, sheesh. Der hat eine Unlichtattacke, aber anscheinend nicht eine starke. Ich hoffe, das Inferno trifft den. Ja. Sogar ein One-Hit. K.O. Oh, Volltreffer, nice. Sonnenlicht. Rückstab. Red hat es wieder mal geschafft. Und meins wird auch klein. Du hättest noch zwei Runden, Schneckchen. Aber Hopp wurde besiegt. Autsch, das tut im Herzen weh. Du hast von mir kein Pokémon besiegt. Vielen Dank, Red. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Es ist immer noch schön, Digga. Ich bin nicht tot. Damit ist der Fortune hier beendet. Alle Trainer, die die Arena-Challenge bestanden hatten, haben gegeneinander um den Sieg gekämpft. Aber nur die allerbesten unter ihnen darf in das Finalturnier einziehen. Und diesen Trainer ist Red. Wow. Also
Ich weiß, Sanya meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Du hingegen. Ist dir eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten? Red, mein Glückwunsch an dich. Klick, die Klack und dein ganzes Team, also Jamie und mein ganzes Team. Jamie und mein ganzes Team. Jamie wird geehrt. Yeah. Jamie, kannst du dich glücklich schätzen? Hallo? Wer bist du? Red. Was für ein bewegender Kampf. Mir sind glatt die Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen, habt fantastisches Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu schreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruderherz, du sagst es, Hopp. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sage es ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner wirst, Red. Genau, Red. Jetzt geht's erst richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gehe mich erstmal etwas im Hotel entspannen. Dafür solltest du aber noch Energie tanken, Hopp. Kommt, lasst uns alle etwas essen gehen. Können wir gerne machen. Aber wehe, du wählst wieder irgendeinen x-beliebigen Schuppen. Ich will was Ordentliches zu essen. Ich weiß schon, wo wir hingehen. Ich kann den Namen... Ja, genau hier. Nein, nicht hier, das ist das Hotel. Oder ist es der Bahnhof? Oder ist es der Foodstore? Nein. Nein, das ist das Hotel. Red, Challenger Red. Einen Augenblick bitte. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung, großartig. Wie jeder weiß, hat die Leon, der Champ der Gala-Region, dir und Hopp eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hopp, den man gut und gerne als deinen Rivalen bezeichnen kann? Ich freue mich riesig drüber. Ich kann es noch nicht ganz glauben. Ich war nichts als glücklich. Das war nicht... Verstehe. Und hast du etwas, was du Hopp gerne sagen möchtest? Ich will mich bei ihm bedanken. Er war ein starker Gegner. Er wird immer mein Rivale sein. Aha, verstehe. Du siehst ihn also auch als deinen Rivalen. Ganz unter uns. Denkst du, du hast eine Chance, den Titel zu gewinnen? Schwer zu sagen. Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen diese ganzen unverschämten Fragen? Red ist total groggy. Außerdem sind wir mit meinem Bruder Lilium verabredet, also lassen Sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Du Keck. Puh, als Promi hat man's echt nicht leicht, was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Ich werde, er hat sich schon wieder verlaufen, der alte Vater. Einige Stunden später. Wo steckt die Leon bloß? So spät ist er sonst nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Champ ist er auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen, da wäre sie nützlich gewesen. Hä? Erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Leon, klar. Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll dich in dem Outfit jemand ernst nehmen? Wow, wenn du immer nur aufs Äußere achtest,
wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Und was den Champ angeht, er ist zum Rose Tower gegangen. Wieso denn das? Keine Ahnung warum. Ich habe ihn nur zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass es sich etwas verspätet, weil er irgendwas mit im Rose Tower erledigen muss. Jetzt, ich glaube, er muss irgendwas mit Rose besprechen. Ich glaube, das ist es. Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Red und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger, wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass ich sich wegen euch noch der Start des Finalturniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Aber am besten trommel ich zur Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Statten wir den Rostauer gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der Größte, Ness. Vielen Dank, jetzt wird rangeklotzt und zwar so richtig. Hey, beweg deine Beinchen, Digga. Wir müssen zum Rose Tower. Ich hätte geglaubt, ich könnte diese Folge noch Dings klatschen. Was ist denn das? Muss ich dich noch anreden? Och, Menno. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen Red. Team Yell ist jetzt der offizielle Fanclub von Red, Marie. Und wir brauchen auch deine Hilfe. Mapiko, du kleines Keck. Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande, aber ich hatte niemand um Hilfe gebeten. Olivia ist so ein Keck. Olivia! Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Unbefugten ist der Zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit der Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen abplagt, solange er sich im Rose Tower aufhält. Ich werde den Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran ihr erkennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin ein Meister der Tarnung. Versucht nur, mich zu finden. Es ist euer Ernst? Olivia, du Keck. Na toll, und was jetzt? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Demiel hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Red. Ole, 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 ole. Perfekt, ich suche die Gegend vor dem Stadion ab. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofplatz. Ja, klar. Super, solange alle mithelfen, schaffen wir es mit Links den Rose Tower zu erreichen. Mann, du Nemo, Nami, Katami. Okay, lass uns diesen bösen Angestellten der Pokémon-Liga möglichst schnell finden. Der Typ hat eine abgefahrene Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Aber die meisten haben Sonnenbrille auf. Zum Beispiel, der hat eine Sonnenbrille, aber er ist es nicht, das weiß ich. Er ist es auch nicht. Er hat nämlich eine dunkle Sonnenbrille. Und wenn mich nicht irre, ich glaube, der steht irgendwo da hinten. Das ist auch nicht.
Die rennen im Kreis. Da ist er. Hey Red, der Typ da ist super verdächtig, aber er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, um ihn aufzuschrecken, dann dreht er sich hier bestimmt um. Ich hab den Schlüssel gefunden. Was? Mist, ich hab mich umgedreht und jetzt bin ich auch noch umzingelt. Na schön, dann wird eben gekämpft. Wie gesagt, er hat eine dunkle Sonnenbrille, das sieht man hier. Will von Makrokosmos. Heißt die Marke? Will von Makrokosmos. Makro. Nicht Marco, sondern Makro. Oh nein, du bist ein Mauzinga. Und nicht gut für mein Pokémon. Los, Dark Shadow. Das Schlechtsein geht schon langsam weg. Das ist gut. Aber mir ist kalt. Das Beste war ja, wir hatten gestern heute um nach Mitternacht. Um nach Mitternacht Bestes. Und oha, er kriegt einen Boost. Und warte, was war da noch? Ja, ein Erdbeben. Ich bin im Bett gelegen, habe natürlich Netflix geguckt. Und auf einmal fängt die Bude kurz an zu wackeln. Ich dachte als erstes, dass draußen eine starke Windböe wäre. Aber es ist kein Wind gegangen. Das war ja das Komischste, was ich je gehabt hatte. Ja, Lena bekommt keinen Leveler. Fermicula, wer ist denn das? Wer ist Fermicula? Oh, das ist dieses Pokémon. Sollte ich eigentlich wissen, dass das Fermicula ist. Oh Mann, dieses Pokémon ist der größte Müll. Hättest du mich nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich niemals umgedreht. Tja, ich hab's. Ich versteck mich einfach, dann kommt niemand an den Schlüssel. Hey, bleib stehen, du Keck. Boah, hatte der ein Tempo drauf, wo der sich jetzt bloß versteckt hält? Ja, gute Frage, ich weiß schon. Glaube ich. Ah, da steht er. Hallo. Wie hast du mich gefunden? Sag bloß, du hast auf gut Glück einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt wird's gekämpft. Schon wieder? Mann. Wie viele Pokémon hast du, Will? Vom Makrokosmo. Wieder ein Unlicht-Pokémon. Sammelt der Unlicht-Pokémon? Egal, ich mach den kaputt. Nein, ich bin nicht müde, aber ich mach das kaputt. Seht die Macht von Jamie. Au. Das hat Aua gemacht. Aber nicht viel. Ich glaube, es hat nur 15 KP. Okay, das schneide ich raus. Ich kriege wieder Boost. Die Verteidigung und die Spezialverteidigung steigt. Nochmal klickt es. Klusklalala. Oh Mann. Oh, gib mir doch endlich den Schlüssel. Ach nein, jetzt setzt er noch Stahlobo ein. Los, Dark Shadow. Du musst es mit Siedewasser umbringen. Ha, okay. Jetzt habe ich mir ein anderes Pokémon verstanden. Statt Stalubor gewünscht, aber ich hätte geglaubt, Stollers kommt jetzt daher und klatscht mich. Nein, das tut nicht weh. Aber ich könnte R-Kräfte einsetzen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht dann. Aber Siedewasser hat dir auch wehgetan. Ich finde es irgendwie voll cool, dass da auf der Seite steht, ob
dieses Pokémon jetzt sehr effektiv gegen dieses ist oder nicht so sehr so effektiv. Und ja, das hätte ja früher wäre sich nicht ausgegangen, musste man selber auswendig wissen, welche Attacke jetzt gegen welches Pokémon effektiv wäre. Tja, mich zwischen den Leuten zu verstecken war wohl nicht gut genug, aber jetzt werde ich mir richtig Mühe geben, du findest mich nie. Oh Mann, ich weiß, wo er sich wieder versteckt. Warte mal. Ich glaube, da hinter einem Pokémon. Oh! Suche den bösen Liga-Angestellten. Jetzt bin ich raus von der Stadt. Das wollte ich nicht. So, ich suche noch den Dude und dann muss ich eh wieder cutten. Ich muss noch was anderes aufnehmen. Der böse Liga-Angestellte. Das ist einmal nicht. Geh mal in meine gewohnten Runden. Da ist er auch nicht. Vielleicht irgendwo in der Mitte. Nein. Der muss irgendwo da drüben sein. Ich glaube, da ganz hinten. Ah! Ich sehe ihn. Hier in der Telefonzelle steht er. Egal. Leute, das war es auf jeden Fall mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Für weitere Folgen abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder.